Herzlich willkommen zurück. Gestern wurde mit Überlänge, heute müssen wir doch kürzer fassen uns. Wir wollten, haben gestern hier das gebaut und wollen jetzt sehen, wie viele Bahnhöfe wir brauchen. Wir wollen ja einmal Güter, Holz von hier nach hier fahren. Dafür brauchen wir einen Zug, der eventuell ja mal das Holz von hier hinten noch mitholen könnte. Und da reicht nicht immer so eine kleine Rangierlok für das Ding. Und dann brauchen wir ja einen Zug dahinter, der am besten hier das immer so pendelt. Das heißt, E-Gleis zum Ankommen und 2 zum Durchfahren. Und dann noch halt die Personengleise. So, eins zum Ankommen, wenn der jetzt wirklich so rum dastehen würde. Dann könnte jetzt auf dem ganz linken Gleis das Holz ankommen. Dann die 2 Gleise. Dann 2 Gleise halt für. Muss ja in beiden Richtungen. Ja, wir machen einfach 5 Gleise, gut ist. Aber vorher müssen wir die Straße etwas verlegen. Hier kommst du ab sofort in Untergrund. So. Und dann kommt hier so ein kleiner 5-gleisiger Bahnhof hin. Ja. Straße müssen wir hier noch ein bisschen upgraden. Das brauchen wir eigentlich noch nicht. Obwohl. Ich weiß ja mittlerweile nicht, wo der hier sein Zeug rausliefert. Okay, geht so. So, dann bauen wir hier mal eine schöne Eisenbahnstrecke. Wunderschön. Ist wirklich wunderschön sowas hier. So. Dann brauchen wir noch hier ein Ausfahrtgleis. 77 km/h, das muss ja, geht jetzt einfach mal, sag ich mal. Könnte eigentlich schon alles elektrifizieren, ne? Habe ich auch bis jetzt nicht gemacht. Der kommt sogar mit einer 120 raus. Na gut. Warum nicht? Ne, hier vorne läuft der Verkehr, ne? Der Flussstrecke. Leute stehen sich einfach unter die Füße platt. Teilweise geht das Cargo aber nicht dorthin, wo es hin soll, ne? Wolfen 1 macht Minus, Güteröl Neubrandenburg macht Minus, Pirna, na gut.
Darum kümmern wir uns später einmal. So. Jetzt brauchen wir hier wieder einen Bahnhof, einen eingleisigen diesmal. So. Und so. Halt. Um das äußere Gleis anzuschließen. Das schließen wir auch mal noch mit hier an. So. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier vorzukommen. Und zwar müssen wir immer komplett wechseln. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Was geht denn anders, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt hier ein größeres Bauwerk einbauen mit. Auf jeden Fall müssen wir hier mit dem Personenzug hier raus. Immer schön versuchen, die 120 beizubehalten. Ob das dann auch mal beim Aufrüsten eigentlich auf die Höchstgeschwindigkeit kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Gut, die Frage ist dann eigentlich immer, brauchst du die Höchstgeschwindigkeit? So. Einmal schön hier außen rum. Und dann hier drauf. So, das wäre schon mal die Personenverbindung. Die wir im Endeffekt zweigleisig machen. Weil wir das zweite Gleis auch noch brauchen. Oh yeah! Oh yeah. Was gibt's jetzt, Elektrolok? Oh ne, nur eine Straßenbahn. Ich dachte, es gibt mal was Interessantes. Ja, ist gut. Kannst du da weggehen. Schön aufgeschüttet hier. Was hier am Berg weggetragen worden ist. So. Und so. Sehr schön. Haben wir schon mal die Personenstrecke, aber das Problem ist ja immer noch die Güterstrecke. Also, man würde hier mitten durch den Bahnhof durchfahren und hier einen Knick reinmachen. Dann wird's gehen. Wenn man halt sagt, man geht, man endet. Das machen wir so. Das machen wir so. Da ist mal wieder ein bisschen was im Weg. Aber das ist ja nun auch nichts Neues.
Ja, nee, das war nicht. Das ist nicht gerade. Das ist gerade. So. Okay, also so kriegt man einen schönen Bogen rein. So. So. Und so hier. Dann kann sich von hier aus die Industrie weiterentwickeln. Hier bauen wir noch so einen kleinen Puffer wieder ran. Damit das auch noch was aussieht. Am besten nochmal versuchen, ohne so ein Gefälle reinzuzimmern. So und so. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Und ich weiß, dass ich sehr oft so sag. Dann brauchen wir jetzt noch hier die anderen beiden Gleise. Ich weiß, es ist eine vierspurige Strecke hier, ist eigentlich total sinnlos, aber vor allen Dingen ist es sinnlos, wenn es schon wieder nicht funktioniert. Okay, müssen wir genau an den Bahnhof ranbauen. An den Bahnübergang. Versuchen dann davor oder dahinter noch eine Brücke zu zimmern. So. Und hier bauen wir eine Brücke rein. Das geht sogar. Fast. Es geht fast. Das soll schon ein bisschen ordentlich aussehen, ne? So, ich denke mal, so sieht es ordentlich aus. Jetzt könnte man denken, das war schon immer so. So. Play haben wir ja noch gedrückt, ne? Ja. Jetzt macht bestimmt hier gleich wieder Probleme, oder? Oder? Nee. Schmeißen das Geld nur so aus dem Fenster. Scheiße. Ha, ha, ha. Dürfen niemals. Ach guck, das müssen wir noch ein bisschen ordentlich machen. So, jetzt muss man hier auch noch was umgestalten. Ist gerade keine Dampflok und nichts im Weg. Das ist sehr gut. Oh, jetzt wird gespeichert? Nö.
Weil es kurz so ein bisschen geleckt hatte, dachte ich, es wird gespeichert. So. Ich denke mal, das ist eine angemessene Einfahrtsgeschwindigkeit. Sehr schön. Ihr fahrt noch alle. Was ist denn hier mittlerweile los? Fahren nicht mehr genug LKWs oder was? Dass die Strecke hier wohl meistern. Und zwar alles im Plus zu. So ist eigentlich schön. Ich glaube, mehr bauen wir nicht. Wir lassen es so. Also, bis morgen. Tschüss.